Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Projekt von mir, Clash Royale oder Royal. Ich versuche ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder einfach nur aus Fun. Ich weiß es noch nicht, aber jetzt fangen wir erstmal an. Willkommen bei Clash Royale. Herausforderer, lasst uns zunächst ein paar Trainingskämpfe absolvieren. Zerstöre gegnerische Türme. Entsende deine Einheiten. Das ist ein sehr einfaches Game. Also der Anfang ist sehr einfach. Okay, das reicht schon. Ein Holztruhe, yay! So, machen wir schon mal unseren nächsten Kampf. Ein Schnelltipp. Wir brauchen aber keine Schnelltipps. Todeskombi. Ich kenne mich mit dem Game schon ein bisschen aus. Deswegen, ja, mach ich auch schon Kombis. Wir haben noch eine Holztruhe gewonnen. Die öffnen wir schon mal auch. Jetzt machen wir unseren dritten Kampf. Also wir setzen jetzt erstmal einen Riesen. Oder hinter einen Bomber. Danach würde ich, glaube ich, einen Ritter machen. Oh ne, ich werde jetzt Bogenschützen abpassieren. Erwartet nicht das Beste von mir. Ich bin nicht der beste Spieler. Ich bin eigentlich noch ein Anfänger. So, und ich glaube, dann haben wir jetzt auch schon wieder gewonnen. Und jetzt machen wir noch unseren vierten Kampf und danach öffnen wir unsere vier Truhen. Oh, ich kann direkt anfangen. Ich glaube, das reicht schon. Ich werde aber dahinter noch einen Ritter setzen. Oder nee, jetzt mache ich doch keinen Ritter dahinter. Sondern ich mache jetzt einen Ritter gegen Ritter. Ich mache jetzt erstmal Ritter gegen Ritter. Jetzt platziere ich noch Bogenschützen zu Defend. So, ich mache jetzt hier noch einen Bomber hin. Und dann platziere ich noch einen Ritter und dann sollten wir so gut wie gewonnen haben. Und wir haben gewonnen. Unser vierter Kampf. Der Anfang des Spiels ist eigentlich sehr einfach. So. Jetzt öffnen wir unsere Truhen. 12 Gold. Ein Pfeil. Und ein Ritter. Ich hatte auch schon gesehen, dass da eine epische drin ist. Was mich freut. Jetzt upgraden wir unseren Ritter auf Level 2. Und unsere Pfeile auf Level 2. Sorry, dass man meine Maus so laut hört. Ich zocke das am PC. 12 Gold. Eine Bogenschützin. Und Musketierin. Nice. Schon mal eine seltene Karte freigeschaltet. 10 Gold. Einen Bomber. Und wieder eine Musketierin. Und jetzt hoffentlich eine Hexe oder so. 12 Gold. Ein Pfeil. Prinz! Boom! Das ist schon mal richtig gut. Wir haben einen Prinz freigeschaltet. Das ist mega gut.
Oh, das ist super. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit für die Aufnahme, weil ich möchte nicht zu lange Aufnahmen machen. Ich upgrade jetzt mal erstmal alle. Und boom, jetzt habe ich noch irgendwas, mit was ich upgraden könnte. Oh, ich bin Level 2. Das ist richtig gut. Und jetzt können wir unseren nächsten Kampf machen. Ich werde auch im nächsten Part über Themen reden. Vielleicht werde ich über die Nintendo Switch reden. Vielleicht werde ich darüber reden, wenn ich Zeit habe. Ich weiß nicht. Ist ja gestern ein Trailer rausgekommen über die Nintendo Switch. Ich habe mir auch gestern den Trailer angeguckt. Ja. Aber weiteres will ich darüber nicht erzählen. Ihr müsst einfach nur auf den Kanal von Nintendo gehen und danach einfach nach einem Video suchen. Das heißt A Quick Look auf den Nintendo Switch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt wieder eine Gratistruhe. Ich versuche jetzt noch die nächsten zwei Kämpfe zu machen. Ich will jetzt mal den Prinzen Action. Jetzt könnt ihr den Prinzen Action mal sehen. Oh mein Gott, das war mega schlecht von mir. Oh, oh nee, oh nee, oh nee. Das war richtig schlecht von mir. Mein Prinz wird jetzt sterben. Das sehr schnell. Jetzt habt ihr gesehen, wenn er rennt jetzt so zu auf den Turm und dann macht er irgendwie, weiß ich nicht, so 500 Schaden. Und danach schlägt er halt noch normal drauf. Vielleicht könnt ihr den Prinz nochmal jetzt in Action sehen, aber ich weiß es nicht. Weil der Prinz ist total stark, wenn man den mit einem Riesen kombiniert. So, jetzt seht ihr den Prinz nochmal in Action. Der ist mega OP. Und wenn man ihn auch direkt am Anfang aus einer Gratis-Tour kriegt, ist das richtig gut. Okay, ich werde mich nennen Kian. Ich werde mich Two Gamers. Nee, ich nenne mich Keanu. Weil ich lade das auf dem Kanal Two Gamers Zocken hoch. Hier seht ihr jetzt nochmal den Prinz in Action. Und das ist der ist mega OP. Wenn ihr irgendwie gegen ein Level 5er kämpft und den Prinz auf Level 1 benutzt, ohne dass er ihn abwehrt, dann kannst du direkt den ersten Turm zerstören. Was richtig OP ist. Wir haben wieder gewonnen. Wir haben eine Silbertruhe bekommen. Das freut mich. 3 Stunden. Und jetzt sind wir in Arena 1. Wir werden jetzt noch alle Truhen öffnen und im nächsten Part werden wir dann unsere Kronentruhe öffnen. Und ja, dann werden wir weitermachen. Aber jetzt öffnen wir erstmal unsere Kisten. Und dann 22 Gold, 2 Juwelen, ein Bogenschütze, Kobolde freigeschaltet, das ist so gut, und ein Ritter. 12 Gold. Ein Pfeil. Mini-Packer, das freut mich. 12 Gold. 2 Bogenschütze. Und das war's. Boah, das freut mich richtig. Der Mini-Packer ist auch recht OP. Mit was wechsle ich ihn aus? Ich wechsle mit dem Bogenschütze aus.
Dann öffne ich jetzt mal meine Runde. Reicht noch ein Kampf online? Nee, ich möchte ja nicht überziehen. Okay, dann hoffe ich, der erste Part von Clash Royale hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im zweiten Part von Clash Royale. Ciao.